Ja. Entschuldigung, das musst du kurz sein. Lord Pappnase. Na? Es geht. Hallöchen, Popöchen, ich bin's wieder, euer Kronk. Heute spielen wir ein bisschen meine Kraft. Wie geht's euch denn so, ihr Nasen? Grüß dich, Stahl 1990. Hallöchen. Hallöchen, ihr alle. Eine rote Nase? Hab ich? Ja, ich bin ja auch die Pappnase. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Geht's aber deutlich besser als gestern. Oh, gute Besserung in deinen Pubs, Xeros. Ja, ihr seid so viele. Ja, in letzter Zeit ist echt explodiert, ne? So viele Leute. Ah. Eine weitere Pappnase schwört dem Lord ewige Treue. Es schreckt mich doch nicht so. Stahl 1990. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Herzlich willkommen bei der Nasenbande. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Das finde ich echt Stahl von dir. Hallo, ist die Nase heute wieder besonders pappig? Ich überlege schon die ganze Zeit, mir wirklich so eine rote Pappnase zu kaufen. Georgos, grüß dich. So eine richtig fette rote Pappnase für einen Stream. Für einen 24-Stunden-Stream. An dem ihr ja schuld seid. Also. Muss man ja schon mal sagen. Seid ihr eh schon ein bisschen schuld, ne? Wir sind nie schuld an irgendwas. Achso. Ich finde schon. Okay, einigen wir uns da drauf, Udo. Der Dennis ist schuld, ja? Einigen wir uns da drauf. Ich habe übrigens, ich finde das mit dem Harry Potter Cosplay so witzig. Ich habe schon die, ich habe das nächste Kostüm bestellt. Oh, das sieht episch aus. Puff. Ich hätte eine Idee für eine Streamplanänderung. Ich hasse es halt, wenn ich in der Früh aufstehe und du bist nicht online. Oh. Ja, nee. Und wir sind so sehr angefeuert. Ein Fresh-D-Kostüm. Das macht die Erkältung. Oh, ist besser. Ist besser. Wer ist Dennis? Ach so, abgefeiert. Das ergibt mehr Sinn als angefeuert, ja. Ja, also, ich verrate noch nicht, was das nächste Kostüm wird. Aber es wird grandios. So. Goodie. Ihr habt gehört, wir spielen Harry Potter und schon wieder irgendwas. So. Ich wäre bestimmt ein großartiger Schulsprecher, nicht wahr? Nein! Lass mich in Ruhe! Hallo, Aurora! Tatsache, du verkleidest dich als Fee oder als Frau? So. Wir wollten ja noch ein bisschen Hogwarts erkunden. Und ich habe schon mal Harry Potter und der Gefangene von Azkaban installiert. Dass wir das vielleicht als nächstes gleich dranhängen, je nachdem wie schnell wir da durchkommen. Aber ganz wichtig, wir müssen halt erstmal grinden.
Hi Lunara. Ja, das ist die PC-Version. Das ist die PC-Version. Oh shit. Genügen, um Urizil seine Wir haben noch nicht mal angefangen. Zu geben. Casey, vielen lieben Dank für die 10 Euro. Jetzt muss ich wieder das Tippi aufrufen, um die Nachricht zu lesen. Casey, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Wo ist denn die Nachricht? Steht denn die? Nirgends. Cool. Hä? Oh, ich muss da Donations einstellen. Ich betrachte es als große Ehre, im selben Haus zu sein wie du, Harry. Ja, schön. Gehen Sie weg. Habe ich rote Nase gehört? Da störe ich doch gern was bei. Ich glaube, so eine rote Pappnase kostet keine 10 Euro. Moment. Pappnasen. Nein, nicht Pappsessel. Fuck, was sind denn Pappsessel? Aha. Okay. Aber ich will doch lieber eine Pappnase. Ja, 60 Stück. Kostet 16 Euro. Nice. Hallo. Nun. Hi, Time Master. Hi, Schatten. Ich komme gar nicht mehr mit Begrüßen. Hi, Sommerklinge. Neues Spendenziel. Keine Zeit zum Plaudern. Besonders nicht mit dir. Ich will doch auch gar nicht mit dir reden. Jetzt lass mich doch mal Pappnasen, Amazon. Geh mal hier aus dem Weg. So, jetzt auch. Mit 2 Monate ausgesorgt. Ja, direkt ein Vorrat an Pappnasen. Weil ich weiß halt nicht, ob die so halten. Die sind halt nur per Schaumstoff werden die so draufgesetzt. Und ich hab halt einen riesen Zinken, ne? Ich hab schon eine Nase. Aber so eine Pappnase? Ja, haben auch nur 3,5 Sterne. Das ist nicht so cool. Dann nehme ich lieber die 25 für 8,66 Euro. Da passen dann die 10 Euro nämlich schon rein. So. In den Warenkorb. In den Einkaufswagen. So. So. Zur Kasse gehen. Dann machen wir doch gleich Nägel mit Köpfen. Jetzt kaufen. Nein, falsche Adresse. Moment. So. Diese Adresse senden. Live-Bestellung mit Nase. Jetzt kaufen. So. Perfekt. Jetzt haben wir Nasen. Kann man festkleben. Wie bist du überhaupt auf Lord Pappnase gekommen? Das kann ich dir sagen. Moment. Uno momento. Ich mach das mal so, damit euch nicht die Ohren wegfetzen wie letztes Mal. Moment. So. Moment. So seht ihr das? Ich hoffe, das hört ihr ganz gut. Soll das etwa heißen, dass das hier eine Pappnase ist? Sieht so etwa eine Pappnase aus? Das ist ein Missverständnis. Ist diese schöne rote Nase eine Pappnase? So, Harry Potter habe ich gehört. So, wir müssen erstmal grinden, Guys.
Ja, also wie gesagt, wir machen jetzt noch ein bisschen Hogwarts-Erforschung. Und dann spielen wir wahrscheinlich Teil 3. Außer mir fällt spontan noch was anderes ein, auf das ich Bock habe. Aber es ist sehr wahrscheinlich Teil 3. So, erstmal Bertiebots Bohnen grinden. Mal gucken, ob ich das noch kann. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten. Slytherin? Ich habe mir gestern übrigens unseren Snape-Mix angeguckt. Der war schon ziemlich gut. Expelliarmus! Guys, ich kann's noch! Ich bin immer noch Meistermagier! Machst du die Lego-Steinspiele davon? Wahrscheinlich nicht. Ah ja! Nee, also die Lego-Spiele, hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Die machen halt, ich finde, allein haben die sich so ein bisschen totgelaufen. Da braucht man jemanden, der mitspielt, und ich habe ja immer noch keine Freundin, von daher schade. Aber es gibt ja noch genug Potter-Spiele. Gut gezielt von Slytherin. Expelliarmus. Aber Lego. Expelliarmus. 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 Harry Potter hat's. Na, Spendenziel, du spielst die Lego-Spiele mit den Patreons. Nee. Also nie Lust auf Tansara hat. Ich habe sehr viel Lust auf Tansara. Ich muss mich nur mal damit beschäftigen. Aber dazu fehlt mir die Zeit. Ist unberechtigterweise getroffen worden. Ja, Snape. Ah, ich finde das Spiel sehr charmant, guys. Es ist schon sehr charming. Expelliarmus. Also ich will auf jeden Fall den dritten Teil noch spielen. Expelliarmus. Harry Potter hat Slytherin besiegt. Genau, den dritten Teil will ich noch spielen. Ich will vielleicht auch noch in die PC-Version von Unter Stein der Weißen schauen. Und in die Quidditch-WM. Da habe ich mal Bock drauf. Und ansonsten, ich habe heute meinen Mods eine Liste geschickt von Spielen, die wir demnächst mal angehen. Und ich habe zurzeit irgendwie ultra Bock auf Dragon Age Origins. Ich habe irgendwie voll Bock auf Dragon Age Origins. Hi, Timato. Ja, nur coole Spiele dabei. So, einmal machen wir noch. Ja. Und zwar mit allen DLCs. Udo, mit allen DLCs. Wobei, ich erinnere mich noch, dass das Spiel ziemlich verbuggt war mit den DLCs. Ich hab da immer Probleme gehabt mit dem Game. Aber schauen wir mal. Ich hab da irgendwie voll Bock drauf. Weiß auch nicht. Cool. Will du die ganze Dragon Age Reihe? Nein. Nein. Ich mag den zweiten Teil nicht. Beziehungsweise, ich hab nur das Intro gespielt und hab für mich entschieden, mag ich nicht. Und vom dritten Teil habe ich nur Schlechtes gehört. Ich bleib bei Orangen. So. Tag, Herr Wirs. Wo war denn der Kartenhändler da? Wie wäre es mit einem Glas? Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Mit ihr wurde noch nie gespielt. Gekauft. Abgemacht. Und die Frage ist jetzt halt nur, mit wem ich eigentlich Dungeon Lords weiterspiele. Deine Freunde beneiden, Harry. Es tut mir leid, aber ich bin total ausverkauft. Nachdem ja Schatten nicht mehr streamt.
Mit wem spiele ich denn jetzt Dungeon Lord? Es tut mir leid, aber ich bin total ausverkauft. Oh, der letzte Schlüssel. The last key. So, irgendwo gab es noch eine Tante, die auch die Bronzekarten verkauft, ne? Guck mal, wir haben alle silbernen. Brauchen wir noch 7 Bronzene. Ich auch mal wieder Bock drauf. Oh, du kennst Dungeon Lords. Ich find's immer wieder beeindruckend, wie viele Leute Dungeon Lords kennen. So eins der übelsten Trash-Rollenspiele. Ist einfach so absurd. Ich habe momentan nichts zu verkaufen. Komm später nochmal vorbei, dann ist mein Lager sicher wieder voll. Es ist einfach so absurd. Wie wäre es mit einem kleinen... Was verkaufst du denn? Ich habe Flubberwurmschleim. Nein, will ich nicht. Ich suche jemand, der Karten hat. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja... So viele Softlocks, ja. Oh, shit. So many. Tut mir leid, Harry. Ich kann dir... Tut mir leid, Junge, aber mein Lager ist leer. Komm später noch einmal vorbei. Ja. So many... Auch Quatsch. Kann's gar nicht richtig fassen. Tut mir leid. Ich habe gerade meine letzte Ware verkauft. Wo war denn die Händlerin mit den Bronzekarten? Sag mal. Klingt lustig. Geht so. Oh Moment, wir können das Quidditch-Spiel noch machen. Wir können das letzte Quidditch-Spiel noch machen. Quidditch. Konnte ich nur vergessen. Quiddo. Okay. Gegen Slytherin. Ein wunderbarer Tag. War das der Schnatz? Seht euch nur Potter an. Er ist hinter dem Schnatz her. Er kann den Jagd weiterhelfen, nicht wahr, Malfoy? Ich finde toll, wie man die anderen Suche einfach immer noch K.O. haut einfach. Au! Stirb! Alter! Kick dich weg! Oh, was? Hier gibt's Cutscenes? Oh shit! Es geht ja ab! Was ist denn? Wow! Oh shit! Au! Das ist neu! Oh shit! Oh shit, what up? Oh, das war wieder verdammt knapp! Meine lieben Hexen und Zauberer, ist die diesjährige Saison zu Ende. Der Quidditch-Pokal geht dieses Jahr an Gryffindor. Gryffindor gewinnt! Mal wieder. So eine Überraschung. Gott, ist Hagrid riesig. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja sehr viele Harry Potter Spiele, Metal Gear, aber viele davon sind leider auch nicht gut. So. Sie haben fett vergessen. Taris, ich habe das Spiel tatsächlich einmal durchgespielt. Ich weiß immer noch nicht warum. Und ich weiß auch nicht mehr wie. Aber das wird halt, das ist halt so ein, für die es nicht kennen, das ist so ein Koop-Rollenspiel. Das aber absolut ist das nicht es ist immer so im Koop drin funktioniert. So gar nicht. So null. Du kannst dich halt alle 10 Sekunden softlocken. Wenn zum Beispiel dein Mitspieler einen questrelevanten Gegenstand aufsammelt von dir, den du aber brauchst. Ist halt so random. Defendo! 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 Hallo, Homora! Warte mal da hinten. Wow, eine ganze Bertie-Bohne. Das hat sich aber gelohnt.
Ja, und ich musste, glaube ich, 10-mal so gefühlt Sachen neu laden. Einfach weil irgendwas gesoftlockt war. Ich habe momentan nichts zu verkaufen. Komm später nochmal vorbei, der dann ist der mein Lager sicher wieder voll. Ja, einen Klon kann ich befreien, das bringt mir halt nur nichts. Hast du Lust auf einen Handel? Was verkaufst du denn? Ich habe Megapower-Rinde. Nee, die Megapower-Rinde. Qualität und ohne Borkenkäfer. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte bitte mit Borkenkäfer. Du musst es wissen, Harry. Wo war denn diese Bronze-Tussi? Menno, wo ist die denn? Wir können ja die Liste mal kurz reviewen, die ich meinen Mods geschickt habe, was ihr so davon haltet. Warte mal, Modchat. In der Liste ist Batman Arkham Asylum, Dungeon Keeper 2, Harry Potter, Castle of Illusion, Dark Souls Randomizer, Zansara, Dragon Age Orangen, The Witcher, Tony Hawk's Pro Skater 3, es läuft nämlich endlich, Anno 1404 oder 1808, Star Wars Republic Commando, Splinter Cell Conviction, Cuphead, Sekiro, Nier Automata, Riddick oder Sonic Adventure. Du suchst deinen Schlüssel, du findest ihn nicht. Warte mal, wer Lust das Spiel, Call Me. Geht es zu den Kerkern. Wo war die denn? Beim Original hier ist das Problem, ich habe eine PlayStation 3 und habe die auch live hier im Stream repariert. Nein, ich wollte da nicht hin. Alle mal herhören. Der Schulleiter möchte etwas sagen. Nein! Aber... Ruhe! Noch kann ich euch Hauspunkte... Habe ich das Spiel jetzt beendet? Mit der Hauspunkteauswertung endet ein aufregendes Schuljahr. Aber die Hauspunkte waren doch im anderen Raum. Ich möchte keine großen Reden schwingen, sondern gleich mit der Verleihung des Hauspokals beginnen. Nein, nicht da! Wir haben dieses Jahr wieder gewonnen. Nachdem ihr, Harry und du, Hogwarts gerettet habt, dürfte das ja eigentlich keine Frage sein. Vierter ist... Ravenclaw. Aber wir wollen... Naja, Vierter hört sich immerhin noch besser an als Letzter. Dritter ist... Hufflepuff. Danke, wir sind mit dem dritten Platz ganz zufrieden. Und der Zweitplatzierte ist... Ihr seid Zweiter Gryffindors. Ihr seid von Natur aus nur zweite Wahl. Dieses Jahr werdet ihr uns nicht den Hauspokal vor der Nase wegschnappen. Knapp der Disqualifikation entgangen. Slytherin. Was? Das heißt? Der erste Platz und damit der Hauspokal geht an. Aber. Gryffindor. Aber die Punktevergabe war doch immer in dem. Wir haben es wieder geschafft! Die Kamera ist heute so weiß. Ich liebe diese Facecam von Logitech. Die ist so toll. Die ist so großartig. Ich liebe sie. 10 von 10 Punkten. So. Ja, cool. Gryffindor gewinnt. And time. Ja, ich wollte eigentlich noch weiterspielen, ihr Nasen. Oh, man, das fängt von vorne ein. Wenn man escape. Lass mal die Credits durchlaufen. Ich will halt auch nicht jetzt alt F4'en, weil ich halt Angst habe, dass der Spielstand dann hinübergeht. Fable 3, Hust. Next. Oh, das ist aber dumm.
Ja, dann, also wenn es jetzt gleich nicht weitergeht, dann lege ich den dritten Teil an. Das ist mir dann auch egal. Spiel es dann nochmal von neuem. Nee, ich werde nicht alt F4'en. Das ist mir zu risky. Ich will den Safe Game gefälligst behalten. Aber wir können ja schon mal ein Fazit ziehen, ne? Fazit ziehen. Sehr schön. Hat mir deutlich besser gefallen als der erste Teil auf der PlayStation 1. Was ich halt bei diesen Harry Potter Games immer ein bisschen schade finde, das ist so die Filmstory in so Sätzen erzählen. Hi, ich bin Ron. Hi, ich bin Harry. Ah, Kammer des Schreckens. Fluffy, oh Gott. Voldemort. So. Okay. Geht der Chat wieder nicht? Doch. Eigentlich schon. War doch in den Büchern nicht anders. Wer ist Nicholas Flamel? Ja, irgendwie kam hier jetzt in dem Teil auch irgendwie Dobby nur im Intro vor. So. Was war eigentlich mit Dobby? Und vor allem der wichtigste Part mit der Socke. Der Hund Verstärkung. Also. Gut, so Dobby mag eh keiner. Er ist wie Jar Jar Binks. Dobby ist der Jar Jar Binks des Harry Potters, was des Dark Souls. Ach, guck mal, das sieht man die German Voice Talents. Kenne ich da irgendjemand von? Adorf. Sagen mir tatsächlich alle nichts. Ich hoffe, dass ich nach dem Ende weiterspielen kann. Das ist jetzt gerade so meine Hoffnung. Weil Gryffindor hat ja eh gewonnen. Gryffindor gewinnt! Ich finde schön, dass das Auto da im Hintergrund rumfliegt. Der Ford Anglia. Das ist ein Loop? Was? Warum sind die Credits ein Loop? Was? Wieso? Scheiße. Ich komme noch ins Menü, das bringt mir halt nur nichts. Moment. Wir haben ja noch nicht so viel gemacht, ne? Mal gucken, ob der Spielstand lädt. Oh, der hat nach dem Quidditch gespeichert. Oh, großartig. Da müssen wir ja kaum was machen. Habe ich die Karten noch? Yes. Nice Reno, guys. 100% run saved. Das Ende löscht automatisch den Save. Ey, ich würde es dem Spiel zutrauen. Run saved, guys. Sonst muss ich nur die? Hier findet die Hauspunkteauswertung statt. Muss ich nur die finden?
die mir die Bronzekarten verkauft. Wo ist die denn? Ich weiß genau, dass es so eine gab. Ja, die goldenen Karten wissen wir noch nicht. Momentan nichts zu verkaufen. Das ist ja das Blöde. Dann ist mein Lager sicher wieder voll. Hier bin ich bei der Elasto-Herausforderung. Kannst du mir mal die große Halle zeigen? Ich habe gerade meine letzte Ware verkauft. Ich habe mir bei Freud und Leid ein paar Zauberknallbonbons gekauft. Aber sag es bitte keinem weiter. Weiß jemand zufällig, wo die Bronzekarte-Händlerin ist? Weiß das irgendjemand? Ihr seid doch alle Potterheads. Ihr kennt euch doch aus. Das ist die Tür zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Schön, sie wieder zu sehen. Die ist draußen? Aber wo ist die denn? In Hogwarts. So. Oh, stimmt, es gab noch die große Treppe, ne? Ich vergesse den immer. Ich kenne den dritten Film, zählt das auch, klar. Damit bist du jetzt quasi offizieller Harry Potter-Experte. Hallo, Lust, was verkaufst du denn? Ich habe Flubberwurmschleim, aber nur noch für kurze Zeit. Nee. Ganz wie du willst. Aber anderswo wirst du das kaum finden. Es tut mir leid, aber ich bin total ausverkauft. Oh, tut mir leid. Ich habe gerade meine letzte Ware verkauft. Hat es aber sonst keiner mehr? Lust, ein wenig mit mir zu handeln? Kriege ich die Bronzenen nur durchsuchen? Weiß aber, Riri. Dann gehe ich jetzt mal in den geheimen Secret Mega Dungeon. Ich glaube, hier gibt es die Goldkarten. Was meint ihr? Ne. Sehr unwahrscheinlich. Jetzt, wo du es sagst, Udo, ja. Oh shit, what up? Kriegt das hin? Easy. Oh. Mal wie schick. Oh shit, what up? Oh Gott, das ist Timing basiert. Speedrun, guys! Move, Harry! Move! Oh shit, what up? Okay, eine zweite haben wir schon. Zwei haben wir. Wie viel gab's? 11. Okay, zwei haben wir schon. Easy. Oh, das ist doch irgendwas Gemeines. Ja! Oh shit! Das hätte ich doch locker geschafft. Easy. 3. Haha! Okay. Was müssen wir hier machen? Schleim? Okay. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo hochkommen. Yeah, 4, okay. Elasto. Jump. Oh shit. 5. Oh shit, was ist das hier? Ah, cool. Spring, Harry! Hui!
Okay, 6 Stück. Komm schon, wir schaffen das jetzt first try, guys. Oh shit, what up? Flieht, ihr Narren. Okay, komischer Raum. Secret oder sowas? Nein. Ah, da gibt's irgendwo ein Secret. Oh, nu, unsichtbare Plattform. Okay, 7. Hier rein. Hier gibt es sonst nichts mehr, glaube ich. Wir haben doch keine Zeit. was sind das? Flipendo! What? Flipendo! Oh, okay. Das muss einem aber ja auch gesagt werden, finde ich. Quietsch! Da sollte mal jemand die Türen ölen. Oh shit, nein! Hat er! Da, nein! Da ist. Ich komme an die Karte nicht ran, oder? No! Ich krieg den nicht mehr weg, oder? Oder kann ich einmal außen rumlaufen? Vielleicht kann ich einmal außen rumlaufen, Guys. Vielleicht wäre das nur die Abkürzung gewesen. In Schleime! Ich glaube, ich kann einmal außen rumlaufen. Das wäre nur eine Abkürzung gewesen, oder? Ja. Okay. We've got this, Guys! Easy! Wie viel haben wir? 8. Noch 3 Stück. Komm schon, das kriegen wir hin. Was ist das da? Halt, erstmal da gucken. Oder kommen wir da nicht mehr zurück? Ah, ich weiß doch nicht. Ne, da kommen wir da runter, okay. Elasto. Hui. Okay, jetzt haben wir 9. Das sollte doch machbar sein. Erinnert mich gerade ein bisschen an das Rayman 3 Level, wo man diese Kronen sammeln muss. Die längste Abkürzung der Welt. Kennt ihr das? Das war ein super tolles Level. Das haben wir auch on stream gespielt. Das war super witzig. Rayman 3 war großartig. Lass mal gucken, ob wir noch den ersten Teil spielen. So, wie viel haben wir? 10. Noch eine. Easy. Ich bin durch. Mein Hamster ist noch im Trockner. Ich finde schade, dass es nach Rayman 3 so kein richtiges Rayman mehr gab. Ja, ich war so schade. Easy, guys. Oh, Moment. Ah, okay. Bertie Bott, Erfinder der Bertie Botts Bohnen, allen Geschmacksrichtungen. Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts. Gothric Gryffindor, Zauberer aus dem Mittelalter, Daten unbekannt, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde einer der 4 Häuser benannt. Herbo der Üble, alter Grieche, erschuf den ersten Basilisken. Salazar Slytherin. Zauberer aus dem Mittelalter, Mitbegründer aus Hogwarts. Nach ihm wurde eins der 4 Häuser benannt. Helga Hufflepuff. Hexe aus dem Mittelalter, Daten unbekannt, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihr wurde eins der 4 Häuser benannt. Montana Knightley, Zauberschachweltmeister. Paracelsus, Zeitgenosse von Kopernikus und Leonardo da Vinci, ein Genie, der die mittelalterliche Denkweise mit seinen kühnen Theorien in Frage stellt, Entdecker über der Parselsprache. So. Carlotta Pinkston, geboren 1922.
wollte die Geheimhaltungsabkommen aufheben und den Nichtmagiern erzählen, dass es Zauberer gibt. Mrs. Pinkstone wurde mehrfach verhaftet, weil sie sich nicht davon abhalten lassen wollte, Magie in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Rowena Ravenclaw, Hexe aus dem Mittelalter, Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eins der vier Häuser benannt. Harry Potter, der Junge, der überlebt hat. Easy first try, guys. Ich bin einfach viel zu gut. Kann man da ins Bild reinhüpfen? Oh, ist kein Super Mario. Sogar richtig 3D. Mit Effekten, guckt mal. Gut, dann fehlen uns jetzt leider noch die bronzene Karten, aber die habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu suchen. Die Goldkarten waren mir jetzt aber noch wichtig. Ist 3D. Ach, das hier ist alles 3D? Ja, aber der Händler bietet scheinbar nicht an. Das hat doch vorhin. Entweder Lupus oder Lunara hat es gesagt. Irgendwas mit L. Das L-Wort. Lesben? Scott Pilgrim, immer noch einer der besten Filme. Du musst das L-Wort auspacken. Lesbe? Das andere L-Wort. Lesben? Leider keine Zeit zum Quatschen. Ich finde das immer noch so witzig. Ne, mein Vater, der guckt meistens eher ältere Filme, also so Schwarz-Weiß, Heinz Rühmann und sowas, oder Raumschiff Orion, ne, kennen ja die meisten von euch, ihr seid ja alles Experten, und Scott Pilgrim findet er wahnsinnig witzig. Und ich kann das noch nicht so in Verbindung bringen, wie das mit so alten Filmen funktioniert. Scott Pilgrim ist einfach so random. So, da beenden wir mal das Spiel, ne? Bitte alle mal herhören. Der Schulleiter möchte. Oh, ich bin so gespannt, wer gewinnt. Ruhe! Noch kann ich euch Hauspunkte abziehen. Mit der Hauspunkteauswertung endet ein aufregendes Schuljahr. Ich möchte keine großen Reden schwingen, sondern gleich mit der Verleihung des Hauspokals beginnen. Es ist spannend, weißt du, wir haben dieses Jahr wieder gewonnen? Nachdem ihr, Harry und du, Hogwarts gerettet habt, dürfte das ja eigentlich keine Frage sein. Vierter ist... Ravenclaw. Yay, Ravenclaw, Vierter. Moment mal, Ravenclaw ist hinter Hufflepuff? Hufflepuff. Was ist da passiert? Wir sind mit dem dritten Platz. Was ist da los? Meine Ravenclaws. Und der Zweitplatzierte ist... Ihr seid Zweiter Gryffindors. Ihr seid von Natur aus nur zweite Wahl. Ja, hau. Dieses Jahr werdet ihr uns nicht den Hauspokal vor der Nase wegschnappen. Knapp der Disqualifikation entgangen. Slytherin. Was? Heißt? Was meint sie, Dumbledore? Keine Rede. Was meint sie mit keine? Gryffindor ja, gewinnt. Wir haben es wieder geschafft. Shit, das kam jetzt überraschend. Also das hab ich nicht kommen sehen, Leute. Das hab ich nicht kommen sehen. Aber guck mal, die Credits. Nee, ist ein echt schönes Spiel. Also das muss man sagen. Das hat in mir auch so ein bisschen Nostalgie ausgelöst. Obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Das ist ganz merkwürdig. So, war ein schöner Stream. Gute Nacht, 10 von 10. Wir sehen uns morgen wieder. Okay.